Ja, und damit ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola Gaming, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Super Mario Maker auf der Nintendo Wii U. Ja, es wird auf jeden Fall sehr knapp, die Server schließen jetzt am Montag, den 8.4.2024, und ich nehme das gerade hier am 5.4. auf. Ja, genau, am Freitag, also ihr könnt euch darauf freuen, dass das gesamte Wochenende... Also, dass es sich um nur Mario Maker Videos handeln wird. Ich habe zwar gesagt, dass ich die Osterwoche auch noch bis Sonntag oder bis Ende der Woche verlängere. Ich werde versuchen, noch die Wrestling-Videos von der Osterwoche noch mit reinzuquetschen. Aber primär muss ich mich jetzt für die Wrestling paar Tage, also die Wrestling zwei Tage in dem Fall. Ich weiß ja nicht, ob es genau um 0 Uhr geschlossen wird, also um 0 Uhr die Server. Oder so gegen Nachmittag oder so, das weiß ich nicht. Deswegen will ich das bis Sonntag alles fertig haben. Ja, ist halt auch meine Schuld, dass jetzt keine Videos mehr kamen zu Mario Maker oder gar andere Videos. Halt verspätet halt, weil wie gesagt, vor kurzem, also die letzten zwei Tage, also am 3. sowie 4. und jetzt aktuell auch den 5. habe ich mit einer Magen-Darm-Grippe zu kämpfen gehabt. Ja, hab noch gestern Abend noch zwei Videos hochgeladen. Noch von Astros Playroom, der zweite Part. Und dann noch Minecraft von der Osterwoche, der Part Nummer 38 von meinem Let's Play. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Andernfalls Infocard wird das angezeigt. Als einzelne Videos oder sogar die Osterwoche Playlist. Joa. Zu Mario Maker selber und allgemein meine Uploads. Asche auf meinem Haupt. Lag aber größtenteils an privaten Problemen, auf die ich ehrlich gesagt vom Detail her nicht eingehen möchte, da sie halt privat sind. Und wenn ich das so erzähle, ich kann erzählen, was ich will. Am Ende glaubt man mir sowieso nicht und man nimmt mich dann am Ende auch nicht mehr für voll und da habe ich halt keinen Bock mehr. Joa, zu Mario Maker selber, da es ja wie gesagt sehr knapp wird, habe ich jetzt gesagt, dass ich die 100 Mario-Herausforderungen auf schwer und dahinter sehr schwer nicht mehr spielen werde, weil es von der Zeit her nicht mehr reicht. Ich habe zwar schon Aufnahmen zu Mario Maker auf der Schwierigkeitsstufe schwer gemacht, allerdings habe ich bei dem einen Video gerade mal nur 3 Level geschafft und das in einer halben Stunde. Also es war sehr viel am Skippen, also ich war sehr viel am Skippen. Und der zweite Part, das war dann so für die nächsten Level, weil ich habe ja gerade mal nur bis zum sechsten Level geschafft. Also im Grunde genommen noch 2 Level habe ich noch geschafft, also Level 4 und Level 5. Und das innerhalb von 20 Minuten sogar. Aber das Video habe ich ehrlich gesagt leider nicht mehr auf der Platte. Aber ich weiß noch, dass das über 20 Minuten ging. Und da es jetzt so viel Zeit raubt, habe ich gesagt oder entschieden, dass wir jetzt nur noch die normalen Online-Level zocken werden. Die Event-Level werde ich auch nicht mehr zocken, weil würde auch zu lange dauern, weil es sind dann sehr viele Parts, die ich da machen muss. Oder naja, ich könnte die auch pro Part, also so 3 Stück oder 4 Stück pro Part machen. Aber ja... Ich würde jetzt auch sagen, es macht... Also ich habe selber überlegt, es macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Ich habe jetzt so gedacht, komm, es gibt ja noch... Ich meine, ich habe die ja privat schon selber alle gespielt und es macht halt mehr Sinn, wenn ich jetzt einfach nur noch nach Online-Level suche, wie zum Beispiel von Richie, Mama Luigi oder von den Julien, wie auch immer. Ja, bevor halt Feierabend ist bei Mario Maker. Ja, man merkt richtig, die Server sind schon scheiße. Das fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe, dass das irgendwie standhält. So, das hier ist jetzt so ein... Fuck. So ein Tischtennis-Level oder generell oder einfach nur so ein Tennis-Level. Wir müssen verhindern, dass dieser Käferpanzer auf unsere Seite kommt. Weil das sind diese Powerblocks sind unsere Leben. Und sollte jeder Powerblock weg sein und wir kassieren noch einen, dann verkackt.
So. Geschafft. Na, schade. So, eine zweite Runde. Ah, verdammt. Aber solche Level sind wieder richtig geil kreativ, ey. Alter. Ah, sehr schön. Mal so eine Frage. Sollte das eigentlich so sein? Dass das da komplett durchzieht? Ich glaube nicht, ne? Da hatte ich wohl extremes Glück gehabt. Okay, der Käferpanzer räumt hier so ein bisschen auf. War ein recht kurzes Level, aber wieder die von der Idee her sehr, sehr geil. Ich meine, bei Mario Maker 2 hatte ich auch mal so ein Level gehabt mit einem Flipper-Game. Das war auch richtig, richtig geil. Eins der, glaube ich, ja, also von den meisten, die ich gespielt habe. Es war auf jeden Fall eins der ersten Level, die ich bei Mario Maker 2 gespielt habe. Wir zocken mal das Level Jungle Rubble. Ist anscheinend wohl eine, in Anführungsstrichen, Mario Kart, so ein Mario Kart Level mit dem Kostüm. Okay. Ja. Okay. Yeah. Na, das hier macht schon echt Fun. Könnte aber auch wirklich eine Mario Kart Strecke sein, ne? Oder werden, nur halt in 2D. Also, einmal hier hoch. Ja, natürlich, Mario, warum hältst du dich an den Ranken fest, du Affe? Ich hab nicht mal das Steuerkreuz richtig nach oben gedrückt, Mann. Bewege das eigentlich nur nach links und rechts gerade, primär. Zack, 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 yeah. Und rüber, Was war das denn jetzt gerade? Das war mal ein heftiger Troll, du. Ja, gegen solche Trolls habe ich ja nichts einzuwenden, ne? Wenn das halt so passiert, also dass es halt gescriptet im Level ist, aber so mit Absicht in so ein Mario Maker Level zu trollen, das ist echt schon... Also halt in den 100 Mario-Herausforderungen ist es halt oft der Fall, dass man da in den höheren Schwierigkeitsgraden von irgendwelchen Creatoren da getrollt wird. Und das ist schon echt frustrierend. Obwohl, ich wurde auch mal von einem Kollegen, wo wir mal Mario Maker 3DS-Level ausgetauscht haben, über diese drahtlos, also über diese Streetpass-Funktion. Da hat er mir auch so ein Level rübergeschickt und da hat er mal wirklich ein Level gebaut, da hat er mich richtig heftig mit verarscht. Ja, wunderbar.
Es lohnt sich, ehrlich gesagt, wirklich gar nicht mehr, die Level mit einem Stern zu bewerten. Dennoch hat es mir gefallen. Und beenden. Ja. Also mir hat das super gefallen. Also wenn die Server nicht geschlossen werden, würde ich da jetzt echt einen Stern für geben. Noch einen Stern für geben. Aber schade, wie gesagt. So, Zelda Shadow Temple. Wir schauen uns das mal an. Ist das ja zufälligerweise eine 2D-Version von den Ocarina of Time Schattentempel? Glaube. Weiß ich gar nicht. Ich glaube hier. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt aber auch nicht sicher. Obwohl, warte mal, hier haben wir einen unsichtbaren Block. Ja, das ist sozusagen das Auge der Wahrheit. Ich glaube, ich müsste echt mal Zelda Ocarina of Time mal let's playen, ey, sag ich euch. Irgendwann mal let's play ich das. Aber erstmal ist es natürlich wichtig, dass Mario Maker, wie gesagt, noch weitergeht. Bis die Server geschlossen werden, dann noch die letzten Videos der Osterwoche noch hochladen. Einige sind ja schon fertig, beziehungsweise Astros Playroom. Da habe ich jetzt Part 3 und 4 noch nicht bearbeitet. Wird aber noch bearbeitet und dann dementsprechend hochgeladen. Ja. Das wäre dann so der Plan, die dann zu bearbeiten. Aber erstmal, wie gesagt, Mario Maker hat Priorität jetzt. Und die anderen Videos würde ich dann dementsprechend dann später hochladen, auch wenn die Osterwoche dann vorüber ist. Deswegen nehme ich den Beitrag auch wieder raus, sobald das Video dann veröffentlicht wurde. Nehme ich den Beitrag wieder raus. Also es gibt jetzt hier nicht wirklich irgendetwas, was jetzt so eine Ähnlichkeit zum originalen Ocarina of Time Dungeon, also aus dem Schattentempel darstellen soll. Also ich sehe da jetzt echt nichts. Hä? Soll hier irgendwas sein? Ich glaube, wir müssen hier springen die ganze Zeit, bis wir einen Block treffen. Ich glaube, da ist ein unsichtbarer Block, der hier runterfällt. Würde ich meinen. Passiert hier noch was? Das dauert mir jetzt zu lange. Gucken wir noch mal. Ah, okay. Einfach springen, einfach springen, einfach springen. Okay. Ah, okay. Ich dachte, man muss die ganze Zeit da nur springen. Nein, falsch. Da war, ein Monty Mole versteckt. So. Okay, wir müssen hier diesen Block treffen. Dann kommt er hier runter. Und der bringt einfach mal den Powerblock auf das Band. Los, hoch. 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 So. Ja gut, ne? Da
dafür sind die ganzen Rätsel, die hier sind, schon ziemlich Zelda-like, muss ich sagen. Okay, eine Wolke. So. Okay, eine Clownskutsche. Ach so, dafür brauchen wir dann wieder die Wolke. Und dann auf die Clowns, dann diese Clownkutsche da rauszubekommen. Und dann, wofür ist das jetzt genau? Ah, Moment, Moment. Ah, nee. Hier runter? Hä? Ach so, da ist eine Wand aus Eis. Blöcken. Ich Idiot. So. Na, ist der Endboss hier auch, aber wie heißt der? Bongo Bongo? Aus dem Tempel. Warte mal. Ich glaube, ich habe mich da geirrt, dass der Dude Bongo Bongo sagt. Bongo Bongo sagt, heißt. Ja, doch, Bongo Bongo heißt er. Tatsache. Dachte, ich hätte mich geirrt. Weiter geht's. Ich wollte nur sicher gehen. Ich habe Zelda Ocarina of Time nämlich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. So, was kommt jetzt? Nee, du bleibst da drüben. Oha. Dankeschön, weiter geht's. Hier wieder ein Block treffen. Der kommt nämlich jetzt auch gleich. Oh, jetzt wird's aber richtig kacke. Ah ne, doch nicht. Oh, ausweichen. Okay, doch kein Bongo Bongo Endbosskampf, obwohl die Fläche könnte das darstellen. Wir müssen hier Kamek oder keine Ahnung, er wird immer Kamek oder Magi Cooper genannt. Ach, verdammte Kacke, verdammte Axt, Alter. Ich nenne den Vollhonk jetzt einfach magisches Cooper Dings, Alter. Mann. So, den muss ich nämlich auch ausweichen. Da ist der Key. Dreifuss! Na, wollen wir da hoch oder nicht? Na egal. Sehr schön. So, ein Level für diese Folge machen wir noch. Also es hatte absolut gar keine Ähnlichkeit mit dem Schattentempel aus Ocarina of Time gehabt. Das war wahrscheinlich, war so eine Eigenkreation, aber sehr, sehr geil. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Noch ein kurzes Level. Spectacular Speedrun könnten wir uns noch anschauen. So ein Level kann man noch schnell machen. Ich meine, why not? Und dann war es das auch erstmal mit der Folge. Okay, dafür ist der Timer ziemlich großzügig, dass es ein Speedrun-Level ist.
Also was ähnliches haben wir ja eben gerade ja in mit diesem Mario Kart Kostüm ja gespielt. Sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Yeah! So. Das ist hier wieder sowas ähnliches. Yo! Wieder so ein Troll. Oh, Yoshi. Okay, Yoshi, was sollen wir jetzt tun? Ach so. Mann, bin ich doof. Die Pfeile haben aber noch da gezeigt. Oh. Ach so, hier hätten wir sogar Yoshi. Hier hätten wir ihn sogar leider Gottes nun opfern müssen. Ja, wir rennen gleich hier unten weiter. Nein, Mario, wieso springst du dich ab von ihm? Ich hab doch die ZR gedrückt, Mann. Nein. Ah, hier kommt natürlich jetzt so eine knifflige Stelle. So, ab dafür nach oben. Ah, gleich hier runter am besten. Ah, jetzt hat's mal geklappt. Ja, hier gibt es schon ziemlich viele Fallen, muss man sagen. Nur ein Fehler und du darfst den ganzen Spaß hier von vorne machen, sowieso den Eindruck. Yep. Oha! Das ist geil. Das war gerade geil gemacht mit der Plattform. Stark. Wirklich stark. Also dann, das war jetzt für die Folge das letzte Level. Ich denke mal in der nächsten Folge, was heißt ich denke mal, in der nächsten Folge geht es weiter mit weiteren Online-Level. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen. Den Channel abonnieren, die Glocke aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Und ansonsten, wieder schön und reingehauen. Tschö mit Ö.